herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es mal wieder einen Vlog bzw. ein A Day in My Life Video, wo ich euch mal wieder mitnehme und euch zeige, was ich heute so mache. Es ist schon ein bisschen später als sonst. Es ist mittlerweile einfach schon fast 10 Uhr. Normalerweise stehe ich immer ein bisschen früher auf, aber heute bin ich etwas später aufgestanden, weil ich gestern noch etwas länger wach war und dementsprechend auch trotzdem noch 8 Stunden Schlaf kriegen wollte. Und deswegen bin ich heute erst irgendwie um 8:30 aufgewacht, genau. Und habe dann erstmal angefangen, meine Woche zu planen, da ich das eigentlich immer am Sonntag mache. Nur gestern habe ich es irgendwie nicht gemacht und deswegen musste ich heute nochmal die Woche planen und habe gemerkt, dass ich schon einige Dinge zu tun habe diese Woche und habe mir jetzt aber auch relativ viel für heute vorgenommen, würde ich sagen. Ich kann mir jetzt auf meinen Plan gucken und euch dann sagen, was wir heute alles so machen werden. Und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Okay, Frühstücken gehen natürlich. Und dann muss ich noch meine koreanische, die ich gestern hatte, nachbereiten. Das heißt einfach nur, dass ich mir die angucke, nochmal Vokabeln aufschreibe, die Dinge, die wir gemacht haben, aufschreibe und dann anfange, die Hausaufgaben zu machen. Dann möchte ich noch eigentlich voll gerne meine meine Schreibwaren ein bisschen aussortieren, denn ich habe ja schon letzte Woche meinen Kleiderschrank ausgemistet und mein Bücherregal mit euch zusammen. Habe da auch einen Vlog gedreht bzw. ein Video darüber gemacht und heute möchte ich gerne mal mich an meinen Schreibtisch widmen, weil der Grund ist nämlich dieser, dass ich ab nächsten Jahr nicht mehr mit meinem normalen Papier und so schreiben werde, sondern mit meinem iPad in der Schule und dementsprechend brauche ich halt einfach nicht mehr so viel Stationery. Und außerdem, die andere Sache ist auch, dass ich schon die ganzen Sachen, die ich da drin habe, schon seit dem Kindergarten oder so habe, weil ich die Sachen halt nie ausmiste. Ja, so Schreibwaren mistet man ja eigentlich nie aus, weil man die irgendwie immer gebrauchen kann. Nur ich habe einfach drei ganze Schubladen voll mit irgendwie so Papieren, Dokumenten, Stiften und das alles. Und das ist einfach ein bisschen unnötig. Dann möchte ich noch mindestens zwei Videos schneiden. Guten Morgen. Hallo Mama. Ich filme gerade ein Video. Ist nicht live, ist schnucki. Ohne mit meinem Hund eigentlich rausgehen, aber ich muss mal gucken, ob ich das alles schaffe. Ja, wir werden sehen. Es ist viel Spaß beim Angucken des Videos. Ich mache gerade ein Day in My Life Video. Ja, das musst du jeden Tag gefühlt. Nee. Kommt alles in meinen Vlog rein. Wie halt? Ich habe letztens einfach geguckt, ich habe sogar letztens noch nach oben gegeben. Also ich muss sagen, meine Koreanischlehrerin ist nämlich wirklich krass und schreibt einfach alles, was ich sage, immer mit. Wir haben so ein Google Docs Formular. Und da steht dann sozusagen immer alles drin, was ich gesagt habe, was sie gesagt hat, was wir heute gemacht haben und so weiter. Und ich gehe das dann immer ein bisschen durch, schreibe dann die Vokabeln raus, Sätze auf, Hausaufgaben auf und sowas alles. Und das sind dann beispielsweise unsere Hausaufgabenfragen. Beispielsweise ist jetzt eine Frage von ihr für mich, was würdest du am meisten vermissen, wenn du mit deiner koreanischen Oma leben würdest? Und da geht es einfach um den Unterschied zwischen Korea und Deutschland. Das schreibe ich dann immer so auf Koreanisch auf und dann korrigieren wir das zusammen. Und wir haben letztens über Beziehungen geredet und über Veränderungen in Beziehungen vor allem. Also das ist jetzt übrigens mein Schreibtisch und ich habe, wie gesagt, diese drei Schubladen hier, wo super viel Schreibwarenzeugs drin ist. Und jetzt werden wir mal anfangen, das alles auszumisten, denn wie gesagt, habe ich da wirklich noch Sachen von meinem ganzen Leben drin, also Sachen, die ich in der ersten Klasse noch hatte oder so, weil ich das ganze Zeugs einfach nie ausgemistet habe. Meine Strategie ist eigentlich immer, alles rauszuholen und dann wieder einzusortieren, wenn ich das noch brauche. Also meine Problempunkte in meinem Zimmer waren halt wirklich mein Bücherregal, was da sauber ist und jetzt dieses Regal hier, weil das sind Sachen, wo ich nie reingucke. Vor allem auch so eine Person, die immer Blätter
behält, wenn sie nur so ein bisschen beschrieben sind oder so, wo ich mir immer denke, ja, es ist Verschwendung, wenn ich das jetzt wegschmeiße, weil man da ja auch wieder schreiben kann. Und deswegen behalte ich auch immer so ganz kleine Schnipsel noch. Jetzt nehme ich mir einige von meinen Blättern, die ich mir aufgehoben habe, und versuche jetzt mal jeden Stift, also ich probiere jetzt den Stift aus und gucke, ob der auch funktioniert. Aber beispielsweise habe ich auch letztes Jahr schon ein bisschen ausgemistet und habe da einige Stifte meinem alten Kindergarten gespendet. Ich habe mich jetzt gerade umgezogen, weil es mir einfach viel zu warm ist hier drin in dem Raum. Also sieht momentan jetzt so hier aus, aber ich kann sagen, es ist wirklich sehr hilfreich, mal wirklich alles durchzugucken und zu sehen, ob die Stifte überhaupt noch funktionieren. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so lange dauert. Also ich muss ehrlich sagen, ich dachte, es würde irgendwie so, weiß ich nicht, eine Stunde maximal dauern. Und ich bin jetzt hier schon 2,5 Stunden oder so dran, aber irgendwie weiß ich auch nicht, komme ich nicht so weiter. Ich bin endlich fertig mit den ganzen Sachen und ich werde noch meiner Schwester einige Sachen davon geben, beispielsweise so Patronen und Tintenkiller, weil ich halt gar nicht mal mehr mit Füller schreibe. Weil ich gar nicht mehr mit Füller schreibe und deswegen die Sachen immer total unnützlich für mich sind. Aber jetzt werde ich anfangen, das Video zu schneiden, beziehungsweise die zwei Videos zu schneiden. Also ich mache jetzt eine Pause vom Schneiden, weil ich es irgendwie nicht mag, so lange vom Laptop zu sitzen. Und ja, ich habe mich gerade schon wieder umgezogen. Ich ziehe mich irgendwie am Tag wirklich dreimal um oder so, weil das Wetter doch mal sich so verändert. Und ich werde jetzt rausgehen mit meinem Hund und ein bisschen spazieren gehen, vielleicht einen Podcast dabei hören. Oder einen kleinen Teller.